Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen. Zum allerersten Trading-Video zu FC25 und in 15 Tagen startet die Web-App. So weit sind wir gar nicht mehr entfernt, morgen in 2 Wochen. Und letztes Jahr habe ich genau dieses Video, dieser Top 5 Fehler, die ihr nicht machen dürft, / der perfekte Start, ist so beides mäßig verbunden hier im Video, habe ich auch letztes Jahr am 4. September gedroppt. Heute ist der 3. September, ein Tag vorher, das passt, weil auch dieses Jahr am 20. der Vorbesteller-Release ist. Aber das Besondere ist, sage ich mal, dass wir am 18. September an dem Mittwoch das erste Team of the Week bekommen. Das ist dann hier. Und auch die Web-App. Also am 18. geht sozusagen dann los. Bevor wir starten, Freunde, wir haben schon sehr viele Plätze ausverkauft. Wir haben auch gerade für diesen Release-Monat auch ein Angebot. Nächsten Monat wird es dann 9,50 Euro circa kosten. Deswegen joint nochmal rein. Die letzten 10 bis 20 Plätze sind noch verfügbar. Und danach werden wir zum Release wieder öffnen. Aber vorweg reinzukommen lohnt sich. Allein für die Web-App am 18. Da kommt nochmal viel mehr Content als hier auf YouTube. Bin dann nicht alleine am Start. Also ihr bekommt noch Trading-Tipps von anderen Tradern. Ihr bekommt Gameplay-Tipps. Also wirklich alles, was ihr wollt. Ihr habt einen Live-Support mäßig. Ihr könnt mir in Sekundentakt Fragen stellen. Ich bin da für euch. Und halt auch, wie gesagt, andere Trader. Wir haben da eine geile Community. Teambewertungen, Gruppen haben wir, also das alles wirklich am Start. Könnt ihr gerne reinkommen, oberster Link in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem Video, Freunde. Ich habe mir Notizen geschrieben und hier unten habe ich geschrieben, nicht jede SBC mitnehmen. Leute, die mich schon lange oder Jahre verfolgen, sehen, dass dieses Video nur nochmal eine Auffrischung ist, weil ich genau sowas letztes Jahr gebracht habe. Aber was meine ich damit mit nicht jede SBC mitnehmen? Hier seht ihr den FC24 Release, Freunde. Ich sag nicht, ihr dürft am Anfang keine SBC mitnehmen. Es kam ja auch am Anfang. Ihr seht, als allererste Spieler-SBC kam ein De Bruyne Flashback raus als schlechtere Variante zu dem 91er und die habe ich auch mitgenommen. Ich habe die lange, lange gespielt, ihr erinnert euch, das war eine wirklich geile SBC, muss man sagen. Wann ist die rausgekommen? Am 24. Also relativ zeitnah zum Release. War wirklich eine geile SBC, aber die SBC ist auch gar nicht damit gemeint. Ich fand die persönlich geil auf Footbin, seht ihr 2000 Dislikes, 900 Likes. Ich weiß nicht, ich fand die nicht schlecht, muss ich sagen. Aber es gibt Spieler-SBCs, wie zum Release ein Akpom mit 400 Likes und fast 4000 Dislikes. Und das ist ein SBC, hier gibt ihr 100.000 aus, spielt in der Eredivisie, also in der niederländischen Liga und hat 3-3. Der ist die ersten Wochen gut. Die Powerkurve ist nicht mehr wie FIFA 2019, 21 vielleicht noch, wo das alles Schritt für Schritt hochgegangen ist, sondern das Spiel ist viel schnelllebiger geworden durch die ganzen Shop-Packs vor allem und so Karten vor allem zum Anfang. Ich werde natürlich Daily Videos bringen und euch immer sagen, ob die SBC sich lohnt oder nicht. Aber als Tipp, nimmt nicht jede Spieler-SBC mit. Am Anfang brauchen wir Coins zum Traden voranzukommen, sonst bleibt ihr auch mit euren Coins stehen. Sagen wir, ihr habt eure ersten 200 Coins zusammen, also 200.000 Coins zusammen und gibt dann für den Spieler-SBC 100.000 am Anfang aus und habt dann wieder nur 100.000 und kommt nie voran. Weil wenn ihr am Anfang viele Coins schnell habt, könnt ihr auch viel schneller und viel einfacher am Anfang Coins machen. Ihr müsst kein Panini-Heft führen, um es zusammenzufassen. Nimmt nicht jede unnötige Spieler-SBC am Anfang mit. Dann kommen wir zum nächsten Tipp und das ist ja auch, warum wir viele Coins brauchen. Es gibt auch viele von euch, das weiß ich, die aufladen, also FIFA-Points aufladen zum Start und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder soll mit seinem Geld machen, was er möchte. Da habe ich kein Problem mit. Also es geht mich nichts an, sagen wir es mal so. Aber warum wir viele Coins am Anfang brauchen oder wenn wir auch Packluck haben, weil diese Frage wird wieder meinen Kopf auseinandernehmen, wie jeden anderen Content Creator, der ein bisschen was mit Trading zu tun hat. Ey Robby, wann den verkaufen? Ey Robby, wann den verkaufen? Ey Robby, wann den verkaufen? Das ist jedes Jahr so, das sprengt jedes Jahr meine DMs und ich bin mir sicher nicht nur meine DMs, sondern von jedem anderen Content Creator auch. Sagen wir erstmal Option 1, ihr zieht am Anfang einen Spieler wie ein Van Dijk zum Release und er kostet gerade, wie in meinem Video letztes Jahr, am 22. September 184.000 Coins. Dann haut ihr den nicht weg, weil ihr müsst logisch denken, die erste Weekend League startet erst, also offizielle Release ist der 27. so hier und die erste Weekend League startet erst am 4. Oktober, also 2 Wochen nach Vorbesteller-Edition. 20. September, warum ist er so günstig? Oder 22. September? Es sind noch nicht viele Coins im Umlauf, nur die Ultimate Edition Spieler, also die die Ultimate Edition gekauft haben, haben das Spiel. Die Nachfrage für so einen Van Dijk zum Beispiel oder so Spieler wie Hullet und Mbappé und Haaland und sonst wen ist natürlich extrem niedrig, weil kaum jemand Coins hat und deswegen gehen die wirklich für Schnapper auf dem Markt weg und werden auch sehr günstig reingestellt. Und ihr sollt keiner davon sein, Punkt Nummer 2, wie gesagt, der dann so einen Van Dijk für 184.000 reinstellt.
weil wenn ihr ein bisschen Geduld habt, das geht ganz schnell am Anfang, die Leute haben umso mehr Tage vergehen, mehr Coins, die Nachfrage zu den krassen Spielern wird höher und ihr seht, ein Van Dijk, der bei 180.000 war am 22., wie ihr es auch hier in meinem Video seht, der ist einfach mal am 24. oder am 25. über 300.000 Coins wert. Deswegen, die Metaspieler, wir reden wirklich von Metaspielern. Ich rede jetzt nicht irgendwie von einem 80er Joe Gomez. Das ist keine Meta, der ist viel öfter in den Packs als ein Van Dijk. Den zieht man viel öfter. Und das sind so Karten, die sind Meta für den Anfang, für Starterteams. Droppen aber in den ersten, also in den ersten 10 Tagen relativ schnell wieder. Und das sind auch keine Karten, die ich euch dann grob empfehlen würde. Aber wie gesagt, dazu kommen wir in den nächsten Videos nochmal dazu. Es geht jetzt auch los mit Trading. Achtet mal so auf den Kanal, lasst gerne ein Abo da. Jede 2 bis 3 Tage kommt jetzt ein Trading FIFA Video, also FC25 Video, weil es in 2 Wochen losgeht. Bringen wir jede 2 Tage in Videos. Haben wir noch 7 Videos bis zum WebWeb Release. Und ja, ganz kurz das dazu. Aber Punkt Nummer 2, wie gesagt, welche Spieler das am Ende sind, gehen wir dann drauf ein, aber so Metaspieler bitte am Anfang nicht direkt verkaufen. Hier seht ihr die Preisspannen, wie krass diese Metakarten immer dann nach oben gehen und wir reden innerhalb von teilweise 48 Stunden. Also wer Coins hat, A, einkaufen diese Metaspieler. Welche das dann wie gesagt sind, sage ich euch natürlich. Und wenn ihr so welche Karten zieht, gibt es immer mehrere Optionen. Kommt auch an, wen ihr zieht. Zieht ihr einen Mbappé, würde ich einen Mbappé zum Beispiel, kommt halt wirklich immer auf eure Spieler an, Freunde. Weil wenn ihr einen Mbappé zieht und das dann halt alle eure Coins mäßig sind und ihr sonst kaum Coins habt, weil ihr so einen dicken Pull wie Mbappé jetzt einfach mal hattet, sagen wir es mal so. Also Spieler, die halt einfach übersetzt teuer sind und er kostet gerade 2,2 und ihr seid euch sicher, der geht noch auf 3,1 hoch, dann könnt ihr jetzt einfach mal warten und macht dann nochmal 900.000 Coins gewinnen innerhalb 5 Tage zum Beispiel. Ich würde aber da wahrscheinlich einen Mbappé verkaufen für 2,2 Millionen. Diese minus 1 Million hätte ich da minus, aber mit 2,2 Millionen andere Spieler gekauft wie ein Van Dijk, wie ein Haaland, wo die auch immer mit Abstand 300-400k steigen, ich aber pro Karte nur 100-200.000 ausgebe und mache dann nochmal anstatt 1 Million Gewinn mit einem Mbappé 2 Millionen Gewinn mit alle anderen Karten, die ich mir dann gekauft habe. Deswegen, es kommt immer drauf an, aber um es auch hier wieder einfach nur grob darzustellen, wenn ihr Metaspieler zieht, außer es sei 2-3 Millionen Karten, verkauft sie nicht direkt wie ein Van Dijk und so für einen Schnapper für 100.000. Ihr müsst selber wissen, diese Karten werden so eine Nachfrage kurz vor der ersten Weekend League haben oder auch vor der, nach der ersten Weekend League, weil dann Leute sich dann mit den Rewards von den Full Champion Rewards mehr Coins haben und dann so Spieler leisten können. Deswegen so Spieler erstmal nicht verkaufen, behalten. Die werden dann ansteigen. Und wenn ihr Coins habt, weil ihr FIFA Points aufladen werdet oder sonst was, dann kauft diese Metaspieler ein, weil die dann steigen werden. Und ihr macht vielleicht mit 50 oder 100 Euro, die ihr aufgeladen habt oder auch mit den Vorbesteller FIFA Points, könnt ihr gerne Packs ziehen, wenn ihr dann Packler Cup, kauft euch diese Metaspieler ein. Welche das dann sein werden, kommen die Videos auf jeden Fall noch. Tipp 3 und Tipp 4 sind jetzt verbunden miteinander. Steckt nicht alle eure Coins in euer Team rein, dass ihr dann irgendwie gar keine Coins mehr habt und nicht traden könnt. Sagen wir mal, ihr habt jetzt 300.000, 200.000 zur Verfügung oder 100.000. Nehmt nicht alle Coins davon und steckt sie in dem Team. Ich mache immer 60% traden, 40% Team. Am besten am Anfang vielleicht Spieler in den Team packen, die dann nochmal Potenzial haben zu steigen mit der Zeit. Das ist dann auch nochmal eine gute Sache. Aber steckt am Anfang, wie gesagt, nicht alle Coins in euer Team. Sonst steht ihr auch da mit euer Team, was vielleicht dann 100k wert ist oder 200-300k und ihr kommt nicht mehr voran, weil ihr halt keine Coins mehr über habt. Deswegen lasst auf jeden Fall immer genug Coins noch übrig. Nummer 4 ist direkt, wie gesagt, damit verbunden. Lasst eure Coins arbeiten. Lasst eure Coins nie, wenn ihr abends schlafen geht oder sonst was, auf der Uhr liegen, so 100.000, 200.000. Investiert A in Spieler oder auch nebenbei für kleine Coins. Wenn ihr nur 20.000 auf der Uhr habt, bevor ihr schlafen geht, kauft euch am Anfang vor allem Spieler aus Top 5 Nationen ein, Non-Rares, für 350 Coins. Bekommt ihr sie erboten. Teilweise bekommt ihr diese Spieler sogar für 300 Coins erboten. Es kommt immer drauf an. Und diese Spieler stellt ihr dann einfach zwischen, also sagen wir, wenn ihr sie für 350 bekommt, stellt ihr die zwischen 600 und 650 rein. Bekommt ihr die für 300, stellt ihr die zwischen 500 und 550 Coins rein. Pro Karte macht ihr da 200 bis 300 Coins Gewinn. Hier ist halt die Sache, oder wie man, also die Lösung, wie man hier viele Coins macht. Ihr macht euch mindestens eine 50er Liste. Umso mehr, also umso größer eure Liste ist, umso mehr Coins macht ihr auch pro Stunde. Stellt diese Spieler dann pro eine Stunde rein. Pro Stunde verkauft ihr vielleicht 5 bis 10 Spieler und habt dann pro Stunde eure 1000, 2000 Coins Gewinn, die einfach so nebenbei reinkommen. Ihr wisst, am Anfang ist jeder Coin unbezahlbar. Man freut sich wirklich über jede paar tausend Coins, die man bekommt. Und das ist auch nochmal eine Taktik, wie man am Anfang viele Coins machen kann. Das mache ich jedes Mal. Ich stelle dann per Web-App jede Stunde, mache mir einen Wecker, die Spieler neu rein.
rein und ihr seht, alle für 300 bis 350 Gold und alle zwischen 550 und 600 verkauft. Und das ist teilweise eine Stunde, wo dann mehrere Seiten weggehen. Vor allem, wenn dann am Anfang auch die Top-Partien erscheinen, am 18. Web-App, 19. Top-Partien. Da können auch nochmal ein paar für Lösungen beliebt sein. Und da kann man auf jeden Fall gut Coins machen. Ihr seht das zum Beispiel. Diese Karte wurde für eine SBC gebraucht. Hab sie geholt für 900 und hab dann gesehen, ey, die wird oft in Foodbin-Lösungen eingebaut und hab sie dann teurer verkauft. Ist auch eine Methode, werde ich euch auch auf dem Discord erklären, wie gesagt. Das aber auf jeden Fall zu Methode 3 oder Tipp 3 und Tipp 4 für den Start. Dann letzter Tipp, Freunde, und wenn ich da jemanden von euch erwische, ich komme zu euch nach Hause und lösche euer Ultimate Team. Das ist doch unglaublich. Ich sehe Leute, die zum Start von EAFC Rivals Rewards untradable nehmen. Allgemein keine Rewards untrade nehmen am Anfang. Wir wollen Coins machen. Am Anfang juckt uns kein untrade Fellow Mondi oder so. Klar, ist cool, wenn man mal so Luck hat. Aber bitte tut mir den Gefallen. Freitag kommt ja am 20. die Vorbesteller-Edition. Am Donnerstag, eine Woche, also 6 Tage später, kriegen wir die Rewards. Sagen wir, ich bin Division 5. Das wäre tradable. Okay. Ich weiß nicht, ob die Rewards sich ändern, ne? Aber jetzt als Beispiel. Da hätten wir so 2 15k-Packs, ein 25er, ein Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack. Und bei untrade hätte man das Doppelte. Aber halt untrade. Aber wir wollen die Coins haben, deswegen könnt ihr entweder auch Option 3 nehmen, auch eine geile Option meistens, wo man Coins bekommt, also garantierte Coins und noch untrade Packs, da habe ich nichts gegen, aber geht nie auf only untrades, sondern am Anfang auch hier wieder zusammengefasst, alles zu Coins machen. Auch ein Beispiel, was ich noch zu Tipp 5 reintun will, wenn ihr eure 4600 FIFA Points am Anfang bekommt, durch das Vorbestellen, und sagen wir mal, ihr wollt im Shop, weil das war letztes Jahr so, dass zum Release 5 25k-Packs für jeden im Shop waren. Ich blende euch jetzt einen Screenshot ein. Da habe ich noch einen Screenshot vom letzten Jahr. Also EA, sage ich, er wird immer geldgeiler. Die hauen schon zum Release Promo-Packs raus. Ich habe ja die letzten Jahre immer gesagt, ey, mit eurem 4600 FIFA-Points spielt Fooddraft. Problem ist, mittlerweile gibt es diese Fooddraft-Packs, wenn man gewinnt, gibt es schon im Shop. 5 25k-Packs gab es letztes Jahr und die habe ich auch alle im Video gezogen. Ich hatte geht so Packler. Ich glaube, ich hatte eine Team of the Week Karte drin. Wir tun jetzt mal so. Wir haben jetzt ein 25k-Pack gezogen mit unseren Vorbesteller-Packs. Und was ihr nicht machen dürft, ihr packt jetzt nicht einfach hier, okay, keiner ist was wert. Ich packe die erstmal in den Verein. Nein, weil wenn keiner was wert ist, aus den Top 5 Ligen, die Spieler, der zum Beispiel La Liga, Spanier, könnt ihr so reinstellen. Einfach UV, wie eben erklärt. Oder auch hier ein Fabio Vieira. So eure UV-Liste füllen. Oder wenn ihr Coins wollt, oder am Anfang wollen wir alles zu Coins machen, wenn ihr seht, okay, kein Mensch ist was wert, macht ihr einfach den ja und stoßt alles ab, weil wir am Anfang Coins machen wollen. Das ist das Wichtigste aus dem Vorbesteller-Packs. Wir wollen so viele Coins wie möglich machen und deswegen bunkert eure Spieler, die ihr dann in Shop-Packs seht oder von was auch immer für Packs, nicht in euer Verein, sondern macht am Anfang alles zu Coins und verkauft am Anfang alles. Wenn es gar nichts wert ist, könnt ihr es auch abstoßen, das ist am Anfang kein Problem. Aber das auch zu Tipp Nummer 5, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, joint gerne den Discord. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, um nichts zu FC25 zu verpassen. Ich bin raus, habt einen schönen Abend, haut da rein und Peace. Thing, yeah, all real, tell him he pussy, he got a sex chain, yeah.